Hallo Leute, euer Micha. Servus. Ja, heute seit langem mal wieder ein Video in dieser schlimmen Zeit, wo wir uns ja gerade befinden. Ja, möchte es gar näher drauf eingehen. Ich bin seit einer halben Ewigkeit mal wieder in meinem wilden Weinberg. Bin hier heute vor allem deswegen, weil ich ein kleines Feuerle machen möchte und ich habe drei Eisenpfannen dabei. Die möchte ich heute einbrennen. Und ja, warum gleich drei Stück? Ganz einfach. Ich ärgere mich schon seit Jahren über Pfannen, die ich alle, was weiß ich, 4, 5, 6 Jahre neu kaufen muss, weil diese Beschichtung abgeht, also diese antihaftbeschichteten Dinger. Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert. Klar, am Anfang waren es diese Teflon-Dinger, die gibt es eigentlich schon länger, glaube ich, nicht mehr. Inzwischen gibt es Keramikbeschichtete und Steinbeschichtete und ich habe alles durch und immer wieder geht so ein Ding hops und man ärgert sich drüber, muss wieder eine neue kaufen. Ich habe die Faxen dicke. Deswegen drei verschieden große Eisenpfannen besorgt und die werden heute eingebrannt und ja, ich bin der Meinung, die halten mich bis zum Lebensende wahrscheinlich aus. Ja, starte mal kurz einen Rundgang hier. Nehme euch mal kurz mit und zeige euch mal, wie es hier so aussieht. Also wirklich wild. Die Hütte kennt ihr ja aus alten Filmen. Oben ist ein Loch drin in der Hütte, eine Dachziegel, eine Dachpfanne. Da hat es auch reingeregnet, ist der Boden ein bisschen morsch, wird also immer sanierungsbedürftiger. Aber ja, ich werde nicht so richtig Freund von diesem Gelände hier, von diesem Grundstück. Und weiß immer noch nicht, was ich wirklich damit machen soll. Soll ich es verkaufen? Soll ich die Hütte abreißen? Soll ich sie sanieren? Die Frage ist halt für was, wenn ich hier eh nur, was weiß ich, alle 1, 2 Jahre mal bin und mich hier nicht so richtig wohlfühle. Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Die Hütte und das Grundstück laufen ja nicht weg. Ja, so sieht's aus. Das ist der Weg, wo ich gerade hergekommen bin. Und da geht es dann steil nach oben. Und hier auf dieser Seite, da geht es steil nach unten. Ja. Also richtig steil, wie der Name schon sagt. Es ist ein alter Weinberg, der komplett verwildert ist, also mit Baumbestand drauf. Worauf ich heute auch sehr gespannt bin, ist die Video- und Tonqualität meiner neuen Kamera. Ich habe die Osmo Action mir gekauft von DJI mit so einem kleinen externen Puschelmikrofon dazu. Und ja, die möchte ich heute mal testen. Hat so die Größe wie diese GoPros, ist ja so der Marktführer, die GoPros. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich hier die kleine Osmo Action schlägt. Ja, ich bin da ja immer noch weiter am Optimieren mit meiner Ausrüstung Richtung Ultralight, wobei ich da nicht so vernarrt drauf bin. Also für mich ist das nicht dieses Knacken der magischen 4,5 Kilo Grenze das Entscheidende, sondern dass ich mich da halbwegs dran orientiere an andere Leute, denen ihre Ausrüstung und das dann für mich dann konfiguriere und so hinbekomme, dass es für mich passt. Ob ich da letztendlich bei 5,5 oder 5 Kilo oder 6 Kilo bin, ist mir völlig Banane. Wenn ich überlege, dass ich früher meine 12 bis 15 Kilo rumgeschleppt habe, wo ich angefangen habe, manchmal sogar um die 20 Kilo. Dann ist dieser Sprung Richtung 5, 6 Kilo absolut gigantisch. Und für mich ist immer so ein Komfortgedanke da wichtig dabei. Also, ich möchte nicht um Teufel und Verrecken die 4,5 Kilo Grenze knacken, um zu sagen, yeah, ich bin jetzt hier genau nach Definition, wer das so einmal definiert haben möchte, ultra leicht unterwegs, sondern ich möchte schön leicht unterwegs sein,
möchte aber trotzdem meinen Komfort nicht missen, sprich meinen Schlafsack, meine Isomatte. Da möchte ich nicht so eine Rumpfmatte haben, wo nur mein Oberkörper drauf liegt und dann mit dem Rucksack dann die Füße unterfüttern und so Zeug. Ja, ist nicht so mein Ding. Aber das nur als kurzes Abschweifen. So, ich mache jetzt hier ein Feuer und guck mal, dass ich hier meine Pfannen einbrenne. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen Zunderfüchse gemacht, diese Holzspäne, die da mit Wachs getränkt sind. Die Dinger sind echt klasse. Die brennen ewig, gehen relativ leicht an. So, wie da nicht so Vorführeffekt hier kommt. So. Ja, also die Dinger sind wirklich klasse, um schnell ein Feuer anzumachen. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht so extrem Zunder und könnt dann auch ein bisschen mit feuchterem Holz arbeiten. Und tut euch da wesentlich einfacher. Ideal ist natürlich immer, wenn das Holz schön knackt. Das ist immer ein absolutes Indiz dafür, dass das richtig trocken ist. Ich habe jetzt auch extra ein paar Tage gewartet mit dieser Aktion. Es hat so in den letzten Tagen so ein bisschen geregnet, weil es war ja dermaßen staubtrocken. Und da war mir das sogar hier mit dieser kleinen Feuerstelle zu brisant, da jetzt ein Feuer zu machen. Aber heute kann ich das durchaus vertreten. Das sind meine Hilfsmittel heute, was ich benötige zum Pfanne einbrennen. Ich habe einmal alte Kartoffeln dabei, die so, ja, so ganz verzehrfreudig sind. Eine Rolle Küchenpapier, um nachher das ein bisschen auszuwischen, dieses eingebrannte Zeugs. Salz habe ich dabei, ein Brat- und Frittierfett. Eine Flasche Wasser, um das nachher ein bisschen sauber zu machen, vor allem außen vom Ruß. Richtig hitzebeständige Grillhandschuhe, mein Feuerentzünder habt ihr gerade gesehen und das war's dann schon. Ja, und natürlich das Hauptding, was ich heute dabei habe, diese drei Pfannen. Die hier, die habe ich schon ein bisschen daheim benutzt. Ja, also die ist schon ein bisschen so minimal eingebrannt. Dann habe ich die gleiche wenn man das jetzt mal vergleicht von der Größe her. Die nächste Größe dann ist dann die hier. Die hat auch einen viel höheren Rand, also viel höher hochgezogen. Da kann ich viel mehr Menge reinmachen. Und dann die XXL, die jetzt wieder ein bisschen flacheren Rand hat, aber noch einen größeren Durchmesser. Ideal zum Beispiel für Bratkartoffeln, wo ich einfach eine große Fläche brauche, dass sie alle gleichzeitig schön knusprig werden. Jetzt habe ich die kleine Pfanne schon mal fertig gemacht. Da ist Öl drin, Salz und geschnittene alte Kartoffeln. Das kommt jetzt hier rein und wird mal richtig heiß gemacht. Und die Kartoffelscheiben werden nachher sehen, die verkohlen richtig da drin, die werden richtig schwarz. Und genau das ist dieses Einbrennen, dass sich da so eine Fettschicht richtig in das Metall einbrennt. Und das ist dann dieser Anti-Haft-Effekt, den ihr praktisch euer Leben lang dann habt. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr später diese Pfanne niemals in eine Spülmaschine reinmacht oder mit Spülmittel behandelt. Das heißt, nach dem Braten später, wenn ihr da einen Steak reinmacht oder Fisch oder was auch immer, einfach ausreiben mit so einem Küchenkrepp, mit so einem Sewa hier. Und ich sag mal, wenn wirklich mal Verkrustungen drin wären, ein bisschen mit Wasser einweichen und dann mit dem Sewa auswischen, dann kriegt ihr alles raus. Ja, Spülmittel würde praktisch diese Fettschicht, diese Antihaftbeschichtung wieder zerstören. Wäre natürlich schade drum. Ja, ihr seht, es fängt jetzt schon zum Brutzeln an und dieser Einbrenneffekt beginnt nun. Später ist es wichtig, die Pfanne etwas zu bewegen. Also, dass ihr praktisch das Fett, das nachher drin ist, dann am Rand entlang auch bewegt, dass auch hier am Rand dann sich diese Antihaftbeschichtung bildet. Ansonsten wäre noch wichtig, dass die Pfanne möglichst waagrecht steht. Sonst ist natürlich unterschiedlich diese Dicke, die sich vor allem am Boden bilden soll, von dieser Antihaftbeschichtung wäre dann unterschiedlich stark. Das wäre dann nicht so toll.
Dann bereite ich mal die nächste Pfanne schon vor, weil eigentlich soll man das, was ich so drüber gelesen habe, da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Einbrennen, soll man das in mehrere Schichten machen. Also die Pfanne mal wieder raus, ein bisschen abkühlen lassen, dann wieder drauf und dann ist es eigentlich ideal, wenn ich hier drei verschiedene habe, dann kann ich es praktisch die ganze Zeit wieder tauschen, die Pfannen, mal wieder abkühlen lassen. Und ich hoffe, dass das dann alles passt. Wobei, ich habe schon mal damals meine Murica Jägerpfanne eingebrannt. Genau hier, wo ich so obergeile Bratkartoffeln gemacht hatte. Und ja, ich sage mal, das ist schon mehr so eine Glaubensfrage, wie man das genau macht. Viel falsch machen kann man nicht. Wichtig ist ein hocherhitzbares Öl. Und ihr seht ja, wenn sich diese schwarze Schicht dann in der Pfanne bildet. Und mit jedem weiteren Braten, das ihr dann daheim macht, wo ihr dann wieder stark erhitzt, bildet sich eine weitere ganz dünne Ölschicht, die einen weiteren Antihafteffekt bedeutet. Also trotz meiner extrem fetten Grillhandschuhe, Leute, an diese Griffe, wenn ihr da ein paar Sekunden dran seid, das wird dermaßen heiß, das sind mehrere hundert Grad. Wahnsinn, echt brutal, brutal. Das ist auch so ein kleiner Nachteil dieser Art Pfannenform, wie ich sie gewählt habe, mit diesen zwei Griffe, dass ihr zu Hause immer einen Topflappen benötigt oder Handschuhe. Der große Vorteil ist aber an dieser Form, deswegen habe ich das gewählt, wenn ihr es in den Schrank packt. Also zur Aufbewahrung. Und meistens stehen ja, oder die meiste Zeit stehen ja Pfannen nicht auf dem Herd, sondern rein von der Zeit her stehen die ja meistens im Schrank drin und nehmen dann, wenn sie so einen Stiel hätten, wesentlich mehr Platz weg. Ein weiterer toller Aspekt von diesen Eisepfannen ist, die speichern unheimlich die Hitze. Die Pfanne steht jetzt etwa 2, 3 Minuten hier draußen und ihr seht immer noch, wie hier Blasen aufsteigen, also es ist immer noch knalleheiß. Das heißt, sie speichert unheimlich viel Hitze. Ist natürlich auch ein bisschen energieschonend, aber vor allem, ihr kriegt einfach eine Kruste hin mit so einer Pfanne. Ob das jetzt bei Bratkartoffeln ist, bei sonstigen Sachen und vor allem bei Fleisch, wenn ihr da einen Steak drin macht, ja, das ist also nahezu simultan zu einem Grill, weil die Pfanne extrem heiß wird und diese Röstaromen bildet. Ach, ich liebe diese Dinger. Leute, geht in den Laden, unterstützt euren örtlichen Einzelhändler, guckt, dass der euch so eine Pfanne besorgt. Vielleicht muss er sie auch selber bestellen, aber letztendlich habt ihr hier dem lokalen Händler einen Gefallen getan. Und ja, ich sag mal, gerade in dieser Zeit ist es vielleicht nochmal doppelt wichtig, dass man einfach ein bisschen zusammenhält, eure lokale Läden unterstützt, dass sie überleben können und weiterhin für euch da sind. Also, wenn ihr so eine Pfanne habt zu Hause, dann ist schon normalerweise, oder eigentlich immer, so habe ich die Erfahrung gemacht, mit so einem Schutzfilm überzogen. Das heißt, wenn ihr so eine Pfanne bekommt, nehmt einmalig so einen Küchenschwamm, also so ein gelbes Teil da mit so einer schwarzen Putzseite, macht da ein bisschen Spülmittel drauf, reibt diese Pfanne richtig gut aus. Ihr seht auch diese Schicht, wie sie dann weggeht. Macht es einmal richtig sauber, dass diese Schutzschicht abgeht. Und dann Pfanne schön trocken machen. Und dann nehmen wir da auch wieder so ein Küchenkrepp, ein bisschen Öl, und zwar Olivenöl in die Pfanne rein und die hauchdünn damit ausreiben. Also es soll nicht mehr so richtig glänzen, so seidenmatt soll es eigentlich sein, dass so ein ganz hauchfeiner Fettfilm oder Olivenölfilm dann drauf ist am Anfang. Und dann ist die Pfanne geschützt und kann nicht rosten. Ansonsten fängt die sofort an, kleine Rostflecken zu bilden. Später, wenn die Pfanne eingebrannt ist, braucht ihr es natürlich nicht mehr machen. Dann ist ja diese Grundpatina, die ich jetzt heute hier auf dem Feuer mache, ist ja dann vorhanden. Dann fällt das alles weg. Aber das vielleicht so als erste Schritte, wenn ihr so eine Pfanne erworben habt. Ich muss jetzt mein Feuer nochmal richtig nachschüren, weil da schon ein Großteil verbrannt war vom Holz. Ist alles relativ weiches Holz hier. Und kann jetzt somit meine Pfanne Nummer 3 schon vorbereiten. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp.
Und zwar für diejenigen, die kein eigenes Grundstück haben oder keine Möglichkeit haben, irgendwo eine Feuerstelle in der Umgebung zu benutzen. Dann nehmt diese Pfannen mit im kleinen Körbler oder im Rucksack, je nachdem, wie viele ihr habt und wie schwer die Dinger sind, und sucht euch irgendwo eine öffentliche Feuerstelle. Macht es nicht bei euch zu Hause. Leute, ist keine gute Idee. Hab gedacht, ach, das mache ich kurz daheim auf dem Ceranfeld. Boah, Leute, zwei Nachbarn hinter mir geklingelt, ob sie die Feuerwehr rufen sollen. Es stinkt dermaßen nach Feuer. Es hat in der ganzen Küche war Qualm. Ich habe die Küche grundreinigen müssen, weil überall ein Fettfilm drauf war, so ein hauchdünner Schmierfilm. Mega Sauerei. Ich habe natürlich mein Gebläse von meinem, wenn die Lader-Dings da am Herd, vergesst es. Ihr könnt eine Grundreinigung der Küche machen, wenn ihr auf so eine ganz tolle Idee kommt. Macht's nicht. Was gibt es denn noch Neues von meinem Kanal? Naja, momentan relativ wenig. Das seht ihr selber, wenn ihr den verfolgt. Ich hatte schon eine Tour geplant mit dem Basti zusammen. Ich hatte eine alleinige Tour geplant, die ist ins Wasser gefallen, weil kein Winter war. Dann habe ich eine große Tour im Sommer geplant, so eine gute 2-Wochen-Tour. Ja, ich hoffe, die kann stattfinden, weil ich da jetzt schon die erste Meldung bekommen habe wegen Wasserknappheit. Und wenn ich da unterwegs auf Quellen angewiesen bin und die Quellen sind ausgetrocknet, paar Leute. Da kann man erzählen, wer will, was will. Wenn das keine Klimakatastrophe ist, wo wir uns massiv hinbewegen, ist für mich eigentlich ein klares Zeichen so die letzten Jahre. Das ist keine kurzzeitige Klimaanomalie. Naja, egal. Nee, nicht egal, aber was sollen wir uns heute noch groß dran bewegen, außer jetzt einfach umdenken und hoffen, dass es wieder besser wird. Naja, ja, was ich noch sagen wollte, was es sonst noch Neues gibt. Ich habe ein Profil auf Instagram angelegt, eigentlich schon vor längerer Zeit, und setze da immer mal wieder Bilder rein. Hat jetzt meistens weniger mit Touren oder Thema Bushcraft zu tun, sondern eher so Richtung Kochen habe ich den Kanal aufgezogen. Das heißt, ich grille daheim unheimlich gerne und setze da immer mal wieder Bilder rein bei Instagram. Von meine ja, Grillerlebnisse. Vielleicht interessiert das eine oder andere von euch, dann schaut doch mal rein oder abonniert den Kanal, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich habe ja nichts davon, also ich kriege da kein Geld dafür. Genauso wenig bei YouTube. Mein Kanal ist schon nicht monetarisiert, nennt sich das ja. Ich mache das rein aus Spaß und Freude. Das heißt, wenn ihr da mal reinschauen wollt, genau gleicher Name wie mein YouTube-Kanal, Michas Pfadfinderei. Schaut mal bei Instagram vorbei, wenn ihr da Lust und Laune drauf habt. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn das Fett zum Brennen anfängt und ich habe jetzt keinen Deckel dabei, um das abzudecken. Weil ein Fett brennt niemals mit Wasser löschen, sondern immer ersticken. Mal gucken, ob ich die Pfanne hier drauf bekomme. Ja, nicht wirklich, also ich kann es nicht wirklich abdecken. Scheiße. Ja, aber das ist wirklich live, Leute. Das ist genau das, was passieren kann, dass euch hier das Fett zum Brennen anfängt. Jetzt kann ich momentan gar nichts machen. Ich kann jetzt nur warten, dass sich die Pfanne abkühlt und somit die Zündtemperatur des Fettes runtergeht. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen Öl jetzt reinleeren, um die Öltemperatur zu senken. Das probiere ich jetzt mal. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jawohl, ich krieg die Flamme aus. Das ist der Unterschied zu einem gestellten Video. Das ist einfach live hier und genau sowas wie hier drin, das kann passieren. Das kann auch euch passieren. Nicht in Panik geraten, Leute.
Schlimmste ist, ihr schüttet hier wirklich Wasser rein, es gibt eine Fettexplosion. Was Schlimmeres könnt ihr gar nicht machen. Habt ihr wahrscheinlich Riesenverbrennungen und kann ganz, ganz übel ausgehen, sowas. Und der alte Leitspruch Learning by Doing, also Lernen beim Ausprobieren, passt immer wieder, Leute. Schaut mal, so könnt ihr mit so einer Kartoffelscheibe und einem Stöckchen könnt ihr hier schön euren Rand einreiben und dann braucht ihr die Pfanne nicht schwenken. Ja Leute, mein Werk ist für heute vollbracht. Die Pfannen sind eingebrannt, hat ganz schön lange gedauert. Wir waren jetzt insgesamt ca. 3 Stunden hier. Also sprich so eine Stunde pro Pfanne mit dreimal runter oder insgesamt dreimal auf die Flamme machen, dazwischen wieder abkühlen lassen. Und das Ergebnis ist richtig gut geworden. Schaut mal her. Richtig schön schwarz. So muss es sein. Daheim werden die Sommer mit einem feuchten Lappen ausgerieben, dass diese kleine Kohlereste von den Kartoffelschalen noch mit rausgehen. Und dann ist es perfekt eingebrannt. So, ich muss jetzt noch mein Feuer hier voll ablöschen. Da habe ich extra Wasser mitgebracht. Und da gebe ich euch gleich mal einen kleinen Trick noch dazu. Ich habe jetzt hier so eine, da ist sie, so eine 1,5 Liter Wasserflasche. Das wird nicht reichen, also ich brauche mindestens das Doppelte oder Dreifache. Ich habe aber oben im Auto noch. Und ihr könnt jetzt hier reingießen. Hat auch einen Löscheffekt, aber viel weniger, wie wenn ihr jetzt hier vorne ein bisschen abdeckt und ihr macht so Spritzer drüber. Dann habt ihr viel mehr Abdeckung. Und die Kühlwirkung ist somit größer, um ein Feuer dann abzulöschen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache. Ihr seht, wie heiß die Steine sind, die dampfen hier richtig. Wahnsinn, brutal. So, jetzt habe ich eine gute halbe Flasche hier drauf gekippt. Und dann nehmt ihr ein Stöckchen und dann tut ihr diese Glut oder diese Holzkohle, die sie hier gebildet hat, ein bisschen durcheinander bringen, dass das untere nach oben kommt. Und dann macht er diesen Vorgang wieder. Ihr seht, jetzt ist es wieder staubtrocken hier an der Oberfläche. Und ihr macht den nächsten Löschvorgang. Und das Ganze wird so lange wiederholt, bis nichts mehr zischt. Wir haben hier etwa 15 Liter Wasser reingekippt, auch über die Steine und natürlich auch außenrum um die Feuerstelle. Und jetzt gibt es noch so einen Trick, den habe ich damals bei den Pfadfinder gelernt. Da haben wir es immer so gemacht. Und zwar, nachdem ein Feuer abgelöscht wurde, legt ihr so zwei Stöcke über Kreuz in die Feuerstelle rein. Wenn hier irgendwo, ich sag mal, wenn ihr unterwegs seid oder so, ja, und es bricht ein Waldbrand aus, dann könnt ihr mehr oder weniger beweisen, wenn der Waldbrand nicht auch noch eure Feuerstelle erreicht hat, wobei die Feuerstelle normalerweise ja immer in einem brandungefährdeten Bereich ist, könnt ihr beweisen, schaut mal, hier ist meine Markierung, hier ist kein Feuer ausgebrochen.